Sie an Ihre Berufe gut? Ich finde an meinem Beruf natürlich gut, eigenes Geld zu verdienen. Im Vergleich vorher als Schüler war halt nicht so. Und ich finde vor allem gut, dass man so kreativ sein kann als Fliesenleger. Man kann viele Sachen ausprobieren und man hat auch viele Freiheiten. Man arbeitet mit abwechslungsreichen Materialien. Jeder Kunde will es anders haben und man versucht immer dem gerecht zu werden. Welche Fähigkeiten und Qualifikationen sollte man für Ihr Berufsfeld mitbringen? Also Realschulabschluss ist gut, Hauptschulabschluss reicht eigentlich auch. Man sollte schon einen Schulabschluss haben, halbwegs gute Noten und vor allem gutes Augenmaß. Also man sollte sehen, wenn irgendwas schief ist oder wenn irgendwas nicht passt. Ja. Wie viel verdient man in der Ausbildung ungefähr? Also in der Ausbildung verdient man als Fliesenleger mit am besten. Man kriegt im ersten Jahr ein Brutto 708 Euro Tariflohn bei jeder Firma, egal wo man ist. Und das geht bis im dritten Lehrjahr zu ungefähr 1300 Euro. Sind Sie auch Nachteile in Ihrem Berufsfeld? Ja, den Nachteil sehe ich, dass man halt im Sommer, wenn die anderen Ferien haben, arbeitet. Das ist aber in jedem Beruf so. Was halt ein bisschen ein Nachteil ist, ist, dass man halt mit den Jahren vielleicht Probleme mit dem Rücken oder mit den Knien bekommt. Aber ansonsten ist es eigentlich okay. Die Vorteile überwiegen. Ist auch Ihr Berufsfeld offen für junge Flüchtlinge? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele Firmen, die Flüchtlinge für Praktika aufnehmen. Und ich denke mal, es ist egal, wo man herkommt oder was man für eine Vorgeschichte hat. Wenn man sich in dem Beruf Mühe gibt und sich anstrengt, dass man seine Sache gut macht, dann kann man da auf jeden Fall was werden. Okay, danke schön für das Interview. Bitte schön. Ja, also das ist eine sogenannte Hupa. Damit kann man die Fliesen schneiden. Man kann hier unten mit einer Art Lineal Maße einstellen, wie man die braucht. Da hat man hier diese Anschlagschiene, die schraubt man fest, stellt die Fliese ein. Und hier unten ist ein kleines Rädchen dran, das dient dazu, die Fliese anzuritzen. Wenn man die jetzt hier einfach so reindrückt und dann hier abzieht, dann sieht man in der Glasur so einen leichten Riss. Und das ist dann quasi so eine Art Sollbruchstelle. Also hier soll die Fliese brechen, wenn man die kaputt macht. Dann nimmt man die einfach so und man hat zwei Teile. Und für feinere Sachen nehmen wir diese Zange und damit kann man dann einfach kleine Stückchen aus der Fliese Stück für Stück rausbrechen, bis man das passende Maß einfach hat. Wenn man zum Beispiel, was weiß ich, Anschlüsse oder Heizungsrohre drumherum fließt. Ja.